Wir nutzen die 12 Minuten erstmal, um zu wissen, was ihr gerne hören möchtet. Ich habe 3 Vorträge. Einmal Gründen ist wie ein Feuer anmachen. Ja, da geht es mehr so, was ist nötig für eine erfolgreiche Gründung. Und das so ein bisschen am Beispiel von uns. Vortrag Nummer 2 wäre Bootstrap versus Venture Capital. Wir haben Jimdo mit relativ wenig Kapital aufgebaut, jetzt aber eine ziemlich große Runde gemacht. Da könnte ich drüber sprechen. Und das dritte ist, das ist was, was uns eigentlich gerade beschäftigt, und zwar von dem Startup, vom Gründer eigentlich zum Unternehmer zu werden. Wer ist für das Erste? Ist es wie ein Feuer? Ja, der Erste. Nummer 2, Bootstrap versus Venture Capital. Oh, es ist relativ ähnlich. Und Nummer 3 ist Unternehmer werden. Das sind die wenigsten. Also zwischen 1 und 2 nochmal, Feuer? 1. Oder 2, Bootstrap versus Venture Capital? 2. Das ist nicht schlimm, ich bin schnell. Felix, mach die Zeit nochmal neu. Ist kein Problem. Okay. Also, wir haben angefangen mit Jimdo auf einem alten Bauernhof im Kuxland. 3 Freunde, ja, wir hatten nichts. Christian und Friedhoff haben schon das erste Mal gegründet, als sie in der Schule waren, haben angefangen, Computer zu reparieren. Dann kam das Internet, dann haben sie angefangen, Webseiten zu bauen. Immer Aufträge gemacht, wo sie noch nicht wissen, wie sie die eigentlich überhaupt machen. Ja, so sich halt immer Sachen beigebracht. Und als sie fertig waren mit dem Studium, war halt die Frage, machen wir jetzt irgendwie weiter oder gehen wir studieren? Und dann sind sie auf die Idee gekommen für ein Produkt, die heute die Grundlage von Jimdo ist. Und da bin ich an Bord gekommen. Ich habe zu der Zeit studiert, oder ich war gerade fertig mit dem Studium und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Und ich kannte Friedel und Springen. Und selbstständig machen war immer irgendwie eine Option. Hätte ich mich auch, oder habe ich immer so gesagt, wäre eigentlich ganz cool, wenn das mal klappt. Das ging dann schneller als gedacht. Und dann sind wir alle bei Friedel zu Hause auf dem alten Bauernhof eingezogen. Der hatte 2 ältere Brüder, also waren 2 Kinderzimmer frei. In die sind wir eingezogen und haben in Friedels Kinderzimmer dann unsere erste gemeinsame Firma gegründet, aus der dann später Jimdo hervorgegangen ist. Ich habe am Anfang die beiden das Produkt entwickelt, ich habe halt den ganzen Rest gemacht. Die haben noch ein paar Aufträge gemacht. Ich habe im Callcenter und auf dem Bau gearbeitet. Also wir haben wirklich angefangen ohne Geld, unser erstes Unternehmen etabliert. Und dann haben wir, das war was ganz Ähnliches, was wir mit Jimdo machen, nur eben ein bisschen mehr Agenturleistung, haben dann Jimdo ausgegründet. Haben Jimdo ausgegründet und alles automatisiert als Produkt angeboten. Da haben wir mit ein paar Business Angels gestartet. Später war noch United Internet mal an Bord, die haben wir wieder rausgekauft, aber de facto haben wir bis Mai dieses Jahres hatten wir 500.000 Euro an Kapital zur Verfügung, mit dem wir Jimdo aufgebaut haben. Das hatte mehrere Gründe, und zwar, und das sind meiner Meinung nach die größten Vorteile von Bootstrapped sein, ja, das heißt also nicht viele externe Investoren oder im besten Fall eben gar keine. Man kann wirklich sein komplett eigenes Ding machen, ja? Also es redet einem keiner rein. Wir haben alle Entscheidungen immer zu dritt getroffen. Das betraf alles, ja? Also welche Unternehmensrichtung wollen wir machen, wie soll das Geschäftsmodell aussehen, wie wollen wir expandieren, wollen wir nur Deutschland machen oder wollen wir gleich international gehen, und später dann natürlich auch, wie wollen wir das Unternehmen eigentlich bauen, was wollen wir von einer Unternehmenskultur haben, welche Leute stellen wir ein. Ja, und das komplett alles ohne Druck, sondern einfach so, wie man es halt wirklich einfach selber machen will. Und da haben wir ein paar abgefahrene Sachen gemacht, die andere Leute, glaube ich, nicht machen. Wir haben dann irgendwann gesagt, es wäre cool, eine Küche zu haben, haben einen Koch eingestellt, der jetzt bei uns kocht. Ja. Wir haben relativ viel Wert eben auf die ganze Unternehmenskultur gelegt, weil wir von Anfang an verstanden haben, dass wir uns den Arbeitsplatz eigentlich so bauen möchten, wie wir ihn selber haben möchten. Ja. Also, dass wir uns auch permanent in unserem eigenen Unternehmen eben wohlfühlen. Ein zweiter großer Vorteil ist, dass man tatsächlich ab Sekunde 1 unternehmerisch denken muss, und zwar in der Form, dass man Geld verdienen muss. Wir hatten zwar am Anfang eben ein paar Investoren, uns war aber schnell klar, wir müssen ab irgendeinem Punkt dann auch profitabel werden. Wir sind schon 2 Monate, nachdem wir Jimdo als kostenlose Version gestartet haben, haben wir ein Bezahlmodell eingeführt, ein Freemium-Modell, was heute gang und gäbe ist. Damals, 2007, gab es da noch nicht viele davon, gab es gleich 1 oder 2 andere, die das gemacht haben. Und für uns war aber klar, wir wollten unseren Kunden immer sofort zeigen, dass unser Produkt auch was kosten soll. Und da war halt dieses Freemium-Modell für uns einfach sehr, sehr passend und ist bisher eine wirklich gute Entscheidung gewesen.
Das hat den Vorteil, wenn man unternehmerisch denken muss ab Sekunde 1, dass man auch permanent an dem Businessmodell weiterarbeitet. Ja? Das heißt, es geht mal nicht nur auf wirklich richtig krasses Wachstum ab dem Anfang, sondern man hat eben, ja, man arbeitet permanent daran, wie kann ich eigentlich mehr Geld verdienen und wie kann ich dann auch was aufbauen, worauf das Unternehmen langfristig dann auch fußen kann und auch existieren kann. Das ist natürlich ein Zeitvorteil. Ja. Auf der anderen Seite gibt man dafür auch was her, und zwar, das ist noch mehr Fokus aufs Wachstum zu legen. Uns war das echt wichtig, von Anfang an sowas zu haben und auch die Aussicht zu haben, dass das Unternehmen schwarze Zahlen schreibt. Das war einfach was bei uns immer richtig im Blut war und was uns auch getrieben hat. Die dritte große Sache ist tatsächlich, dass man keinen Exit-Druck hat. Ja, wenn man Investoren an Bord nimmt, weiß man immer, dass die ihre Anteile natürlich in irgendeiner Form dann auch weiterverkaufen wollen, um daraus an der Wertschöpfung einen Gewinn zu machen. Und das gibt einem einfach natürlich ganz viel Zeit, ganz viele Möglichkeiten noch auszuprobieren und einfach eine Langfristigkeit Langfristigkeit und Planungssicherheit, wo man einfach weiß, da kommt nichts von der Seite rein und kriege da jetzt keinen Druck. Ich muss jetzt nicht, wenn jetzt in einem Jahr was vielleicht nicht läuft, dann brauchte ich jetzt vielleicht meine Zeit oder der Markt hat sich nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist halt eine Periode, die man dann eben auch selber dann durchhalten kann oder selber gestalten kann. Aber es hat halt auch einfach ein paar Nachteile. Da erzähle ich euch wahrscheinlich nicht wirklich was Neues, aber wenn man einen guten Investor an Bord hat, dann hat er natürlich ein Commitment. Ja? Der ist einfach als Anteilseigner im Unternehmen drin und will zusehen oder hat ein sehr starkes Eigeninteresse, dass natürlich seine Anteile ein Vielfaches wert sind. Das heißt, der ist auch einfach committed, weiterzuhelfen im Unternehmen. Im besten Fall hat man einfach wirklich jemanden, der genau die Schritte, die vor einem liegt, schon ungefähr 30 Mal in einem Unternehmen gesehen und kann einem dann auch entsprechend weiterhelfen. Ein zweiter Nachteil ist, dass man natürlich auch nur das Geld ausgeben kann, was man tatsächlich auf dem Konto hat. Und das ist in vielen Fällen bei Startups natürlich was man sich eigentlich erstmal vorverdienen muss. Ja? Also bei uns war es immer so, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen wollten, dann mussten eigentlich alle erstmal ordentlich reinhauen, damit die quasi den Umsatz erwirtschaften, dass wir jemand anderes dann eben auch einstellen können. Man kann auch keine großen Produktwetten machen. Ja? Man ist halt einfach limitiert in seinen Ressourcen und kann gewisse Wetten, die da sind, oder man denkt so, oh, ich habe da voll die Knaller-Idee, ja? Müssen da jetzt irgendwie mal 10 Leute dran setzen oder mal die Marketingmaßnahme ausprobieren, dann geht das häufig nicht. Ja? Muss man halt einfach immer wieder gucken, wie man das eigentlich organisiert. Und das Dritte ist, dass man natürlich als Vorteil, wird immer gesagt, bei Bootstrap-Startups ist natürlich, man ist kreativer in den Ideen, was das Marketing angeht. Das stimmt auch. Das Problem ist, dass häufig diese Kanäle allerdings nicht so leicht skalierbar sind. Ja, das heißt also, man müsste als Bootstrap-Startup einfach Möglichkeiten finden, das Marketing zu skalieren, was andere nicht machen können. Und das ist, wenn man im Massenmarkt agiert, wird es zunehmend, mit einer zunehmenden Größe wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil man im Prinzip die Kanäle, um Traffic zu kaufen, das sind halt einfach ganz ähnliche. Es muss im Endeffekt kein Nachteil sein, ja, wenn man in einer Marktnische ist, wo man das richtig, richtig gut hinkriegt und wo auch der Markt nicht so, wo man einfach eine ganz starke Position hat, dann kann das gehen. Das muss man nur von Anfang an wirklich berücksichtigen. Dann gibt es auch noch ein paar Businessmodelle, bei denen geht das, bei anderen Modellen geht das nicht. Wir hatten den großen Luxus, bei uns ging das. Unser Produkt war tatsächlich nah am Cash. Wenn sich jemand eine Webseite gebaut hat, dann war das Bedürfnis, halt, das mit einer eigenen Domain zu verbinden oder eben einen Shop zu integrieren, relativ groß. Und das sind halt Upgrade-Pfade, die wir sehr gut nutzen konnten. Wenn man sich so ein Modell wie Facebook vorstellt, ja, wo es erstmal wirklich nur um große Masse geht, um diese Netzwerkeffekte abzuschöpfen, dann funktioniert das nicht. Ja, also dann kann man das probieren, aber das ist relativ schwierig, weil man diese Balance zwischen krasses Wachstum und gleichzeitig Geld verdienen, das ist de facto eigentlich nicht machbar. Eine zweite Sache ist halt, dass man eigentlich permanent die ganze Zeit daran arbeiten muss, zu überlegen, wie kann ich denn eigentlich noch mehr Cash generieren? Ja, und das ist eben, wie gesagt, aus diese Balance zwischen, ich will eigentlich mehr Wachstum haben und ich investiere jetzt in radikale Ideen, die mir vielleicht mehr Wachstum bringen. Auf der anderen Seite aber auch, wie kann ich es schaffen, mein Geschäft noch besser zu monetarisieren? Das ist ein Drahtseilakt. Ja, das ist ständig eine Frage, die man sich stellt, was mache ich denn jetzt gerade? Und die muss man sich einfach sehr, sehr gut beantworten und muss man sich auch Zeit dafür nehmen.
Und das Dritte, was ich dann nur empfehlen kann, ist wirklich Hilfe zu formalisieren. Wir waren sehr, sehr glücklich darüber, dass wir die ganze Zeit auf dem Weg, und das geht wahrscheinlich auch allen Gründern so, permanent Hilfe gekriegt haben. Ja? Also wir haben wirklich unglaublich viele Leute, die uns auf dem Weg einfach mal so weitergeholfen haben durch weitere Informationen, die sich mit uns zusammen hingesetzt haben, mal gewisse Sachen zu diskutieren, wie auch immer. Es steckt nur ein Wert drin, wenn man das formalisieren kann. Ja, wenn man da also auch hat man, also man kann dann zu den Leuten auch wirklich alle 2-3 Monate hingehen oder kann sich darauf verlassen, dass sie sich jetzt auch wirklich darum kümmern, noch weitere Kontakte zu vermitteln, die einem vielleicht die entsprechende Frage besorgen oder beantworten können. Das ist was wir jetzt erst zum Schluss, dieses Formalisieren erst zum Schluss gemacht haben. Wir haben letztes Jahr im Sommer, und das war auch noch vor der großen Runde, die wir gemacht haben, haben wir uns so ein Advisory Board aufgesetzt. Da war nur eine Person drin, ja, Neil Bainton, der Mailchimp mit groß gemacht hat. Und das haben wir einfach, das war richtig gut, weil es einfach klar war, den treffen wir mindestens alle 3 Monate. Ja, der setzt sich mit uns hin, bespricht uns unsere Probleme, er ist auch nochmal Sparringspartner für die Strategie. Das war richtig, richtig cool und kann ich nur jedem ans Herz legen. De facto, es gibt nach meiner Ansicht, gibt es nicht besser oder schlechter. Ja, man kann alle Argumente, die für Bootstrap sprechen, kann man genauso umdrehen und als Nachteil verkaufen und als Vorteil für Venture Capital. Man muss sich als Gründer die Spice Girl Frage beantworten. Tell me what you want, what you really, really want. Und wenn ihr das für euch beantworten könnt, dann ist der Rest auch relativ einfach. Ja? Also wir haben vor der Runde, in 2011 waren wir tatsächlich mal draußen und haben gepitcht, weil wir halt gesehen haben, dass unser Marketingmodell eigentlich funktioniert und das Geld tatsächlich schneller machen würde. Hatten ein mega geiles Angebot und haben das tatsächlich abgelehnt, weil wir mehr gemerkt haben, wir sind eigentlich noch nicht so weit. Und uns geht einfach noch so viel darum, dieses Unternehmen zu formen und aufzubauen und haben die Runde dann eben abgesagt. Letztes Jahr haben wir einfach gesehen, wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld an der Seite hätten, das würde uns einfach gewiss wetten und auch noch schnelleres Wachstum ermöglichen. Und deshalb haben wir uns jetzt eben Anfang des Jahres dafür entschieden, eine größere Runde zu machen. Ob das richtig war oder falsch war, ich glaube, die Frage wird man nie beantworten können. Im Moment fühlt es sich richtig gut an und wir haben für uns dann eben als Gründer entschieden, wie wir eben weitermachen und weiter wachsen wollen. Das war's schon.